und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2. Genau. Wir sind jetzt gerade. Also wir haben letzte Runde die da zusammengezogen, haben da eben die erste Kohorte gebaut oder bauen sie immer noch, rekrutieren die. Und jetzt habe ich gerade, um wieder reinzukommen, habe ich mal geschaut, was hier los ist. Und Athen ist jetzt hier. Das ist echt krass. Die sind in Nikomedia, oder? Nikomedia, ja. Sparta ist jetzt hier. Das ist auch ziemlich groß. Makedonien. Ich habe noch nie, oder ja, eigentlich, ich habe noch nie erlebt, dass Makedonien hier raus Richtung Ponto, Kaspia und Dakia geht. Habe ich noch nie erlebt. Ich weiß nicht warum. Die halten irgendwie hier an. Genau. Pikten sind hier. Die waren übrigens früher auch hier oben. Die wurden da zurückgedrängt. Ja, Pergamon ist riesig. Seleukiden waren vorhin bis hier, was auch geil ist, weil das ist historisch auch korrekt, dass die wirklich bis an Asien kamen. Das war auch die, nein, einer der größten Feinde oder der gefährlichsten Feinde von Rom. Genauso wie die Germanen, die hier die Mauretanier, ich glaube, die hießen so ähnlich, so Mauratia. Da, ich weiß es nicht mehr. Genau, dann die Griechen natürlich und noch die Spanier. Genau, ich habe vorhin noch mal ein bisschen nachgeschaut und zwar der erste Punische Krieg war ja, der ist ja längst vorbei, 250 ungefähr. Genau, das Krasse war, das habe ich auch vergessen, dass der erste Punische Krieg mit Epirus, eben mit von Epirus eben anfing. Der hat hier rumgewütet, das hat Rom gewonnen und dann hier. Warte, ich habe es mir aufgeschrieben. In Messina gab es eben eine kleine Stadt, also Messina hier oben, so eine kleine Stadt. Und alles andere war noch schon karthagisch, außer Syrakus. Die waren in eine Pro-Karthago- und Pro-Rom-Fraktion unterteilt. Und die Römer haben das zuerst besetzt, weil also die Pro-Karthager haben nach Karthago geschrieben, so ja, helft uns mal. Und die Römer haben quasi nach Rom geschrieben, helft uns mal. Und die Römer haben schneller reagiert und haben sich hier eingesiedelt. Und das haben die Karthager als Provokation gesehen. Und so entstand der erste Punische Krieg. Ja, wenn wir alle wissen, wie er ausgefallen ist oder ausgegangen ist. Der zweite Punische Krieg war dann natürlich mit Hannibal. Und der dritte war eigentlich nur, also der dritte Punische Krieg war ja 149 bis 146 vor Christus. Und das war eigentlich, also beim zweiten Punischen Krieg, das war quasi der Wendepunkt. Ab da an war quasi Rom ja endgültig eine Weltherrschaft. Auch nachdem sie aus Asien Land erobert haben. Beziehungsweise geerbt haben, aber dazu dann später mehr. Karthago wurde dann eigentlich im dritten Punischen Krieg, also warum punisch? Weil die Karthager wurden von den Römern Puna genannt. Genau, deswegen, also aber beides stimmt. Genau, die Karthager waren
eigentlich nur noch eine Unterfraktion. Also nach dem Zweiten Punischen Krieg hat Rom die so mit Gesetzen und Abgaben so niedrig gehalten, dass sie eigentlich keine Chance mehr hatten. Die durften sogar nur noch außerpolitische Sachen machen, also quasi Gegner angreifen, wenn Rom das erlaubt hat und solche Sachen halt. Das war natürlich, ja. Und der dritte Punische Krieg war eben auch einfach nur, weil Rom Karthago wirklich platt machen wollte. Also ein für alle Mal. Genau. Ja, so kurz eine Ausführung der Punischen Kriege. Die Liebe zum Gold weckt das. Nee, bei mir. Nee. Nee. Ich weiß auch nicht, warum die Pikten das machen wollen. Das ist seltsam. Pikten und Römer. Frieden verhandelt. Breuki und Makedonien. Militärumsturz. Wahrscheinlich da. Die Mission erfolgreich. Beherrscht 25 Siedlungen. 20.000 haben wir bekommen. Sehr gut. Ziel erreicht. Vae Victis. Wehe den Besiegten. Unterwerft 13 verschiedene Fraktionen, indem ihr sie zum Klientelkönigtum macht oder ihre letzte Siedlung erobert. 17.000. Echt, haben wir das geschafft? Okay, Ludi Romani haben wir schon gelesen. Die beiden sind jetzt full. So. Jetzt ist die Flotte weg. So, der kann jetzt Gewaltmarsch machen. Bitte schneller. So, du machst das da. Dichter? Nee, du da. Den besteche ich jetzt. Ah. Der war ja leicht zu bestechen. Und hier, den da mache ich jetzt zum General. Wo stecke ich den neuen General hin? Hier habe ich zwei Armeen, da habe ich eine Armee. Da habe ich eine Armee. Da habe ich eine. Ich glaube, ich tue hier in Spanien noch eine hin. Ja, hier ist Minus. Dann Junior Servia, warte. Das ist ein Servilla Septimus Gellius. Septimus. Hier, Gellius. Armee aufstellen. So. Gut. Weil, sobald die eben Politiker haben, sind die ein bisschen krasser drauf. So, Diktator, ist der da? General. Die sind alle ziemlich jung. 36%. Ha. Gut. Die beiden fahren jetzt übrigens Richtung Ebessus, weil jetzt kann ich hier landen, weil jetzt ist die Flotte weg. Und ich habe mir überlegt, dass wir Dimindi holen, weil daher haben die Römer ihre ganzen Pferde. Ich dachte immer, dass die ihre Pferde aus Griechenland haben, aber die haben wirklich die Pferde hier unten her. Das wusste ich auch nicht. Spanien kam der ganze Wein. Oder der Großteil des Weines. Hier kam natürlich das Getreide wegen dem Nil. Genau. Und in Germanien kam das Eisen für die ganzen Waffen. So, hier ist wieder eine Fullstack-Armee, aber die ist schon angeknackst.
Das heißt, ich gehe wieder hier hin. Du da. Warte, wo ist meine Spionin? Da ist meine Spionin. Die kommt nicht ganz hier hin. So. Das ist eine Flotte, ne? Ja, sehr schön. Minus 2, wieso minus 2? Wegen den Sklaven wahrscheinlich. Minus 30 Sklaven. Huiuiui. Huiuiuiui. Tagebau. So. Stimmt, ich baue jetzt hier die Stadt aus, ja. So, und du kannst jetzt mal... Halt auf die zu! Alles, das mache ich auch. Ja, automatisch. Versklaven, na, nee. Ja, kann man freilassen, weil die sind sowieso tot. So, du kommst jetzt dahin und gehst dann Richtung Brundimsium. So. Ah, genau, jetzt ist es wieder positiv, weil der hat geplündert. Und der plündert gerade falsch, weil der müsste hier plündern. So. Jetzt muss ich mal schauen. Also, Bündnis geschlossen. Sparta und Pergamon. Interessant. Hof gebaut, Militärsabotage, ist egal. Erste Kohorte und Legionäre, unzufriedene Bevölkerung. Hier, aber jetzt sind sie wieder zufrieden. Das ist doch schön. Wobei, warte, hier, nee. Da ist noch eine Armee. Schiff gebaut, wo? Natürlich bei meiner Flotte, okay. Eigenschaften erhalten. Genau, das ist sehr schön. So, das ist auch schön. Gut, dann schauen wir mal kurz. Der da macht jetzt auch nochmal den da. Der bleibt da. Der bleibt auch da. Gut. Wir haben 188. Genau, so die in dieser Zeit, wie gesagt, hat Rom... Der mächtige Pharao. Verwalter der Erde wünscht, dass die Schatzkammer Ägyptens mit einer angemessenen Menge Gold gefüllt wird. Die wollen 10.000. Dem mächtigen Pharao, Stärke sei mit ihm, ist aufgefallen, dass seine Schatzkammer aufgefüllt werden soll. Handelsabkommen. Wir haben Handelsabkommen mit denen. Wann in... 78 vor Christus. Ne, der greift da jetzt an, ne? Ja, das kann ich automatisch machen, weil das gewinne ich so oder so. So, und da ist es einem wirklich wurscht. Ach, jetzt ist er wieder zurück. Ach, so ein Angsthase. Der hat ziemlich viele Armeen da. Fällt mir gerade auf. Und da ist auch was. Nee, oder? Das ist eine Flotte. Ja, okay, das... Warte. Er sagt... Ja, okay, keine Chance. Dann spiele ich das. Wieder in Lilibion. Das hatten wir ja so lange nicht mehr, ne? Okay, also in Epirus-Kampagne haben wir das echt zuhauf. So, hier hat er hat halt extrem viele Fernkämpfer. Das ist halt ein bisschen nervig. Aber ja, das sollten wir doch hinbekommen. Da müssen wir halt versuchen... die irgendwie ich bleib mal hier,
weil der wird sehr sicher. Ja, wobei, nee, ich gehe gleich hier. Na, Kampftruppen erwarten Befehle. Ich gehe gleich. Alter, was geht denn da? So viele Wale, Walstrand, ne? So, die gehen hier hin. Die gehen da hin. Der geht noch dahin. So. Das ist halt das Schwere jetzt, dass er sehr viele Fernkämpfer hat. Das ist wirklich schwer. Weil die kämpfen halt auch, ne? Nein, die kann man nicht. Wie komme ich denn auf sowas? Die Kämpfe. Oh, jojojo, warte. Da habe ich gerade überhaupt nicht aufgepasst. Die sind ja jetzt schon da. Greift ihre Positionen an! Junge, die sind ja schon da. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ach, das sind ja jetzt die Fernkämpfer, ne? Ja, dann geht man zu denen. Ja, das ist cool, dass die den ein bisschen eingekesselt haben. Unser General wird angegriffen. Wieland! Söhne des Mars! Schnelles Marschieren! General! So, hier geht dann wieder zurück. Doppelte Geschwindigkeit! Und angreifen! Ober! Zweikampf Plünderer, okay. Nahkampfinfanterie bereit! Alter! Die Männer wanken! Den Fall mache ich jetzt aus, weil die brauchen noch ein bisschen Munition. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, vollkommen eingesaut hier. Was? Was rede ich denn da? So, die sind jetzt tot. Gut. Ach, da sind noch welche, aber das sind auch Fernkämpfer. General! Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Legionäre! Doppelte Geschwindigkeit! So, der darf jetzt wieder normal schießen. Die da. Kommen jetzt hier hin und schießen auf den da. Sehr schön, sehr schön. Das ist jetzt auch gleich weg. Müde. Nahkampfinfanterie! Geschossinfanterie zu euren Diensten! Vigiles! Schnell! Eure Befehle? Doppelte Geschwindigkeit! Liebes! So, der Wank hier schon. Doppelte Geschwindigkeit! Speerinfanterie bereit! Schnell vorrücken! Nahkampftruppen!
Positionen an! Schnell vorrücken! Ach, Jupiter gibt ich, uns ich dachte, die kommen jetzt. So. Das sieht doch schon mal schön aus. Befehle? Der ist halt ja schon silber, ne? Krass. Bisschen schneller hier, ne? Wir haben ja nicht den ganzen Zeit. Legionäre! In Schildkrötenformation zum Angriff! Geschosse warten auf Ziel! Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun! Doppelte Geschwindigkeit! Liebes! Angriff! Führung! Doppelte Geschwindigkeit, Legionäre! Mutige Römer! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Warte eure Befehle. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Mars, helf uns! Angriff! Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. General! Mars, helf uns! Bereit! Doppelte Geschwindigkeit! Doppelte Geschwindigkeit! Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun! So, doch, das schaffe ich doch. Mutige Römer, bis zum letzten Mann! Ganz genau. Liebes! Ruhm für Ruhm! Geschosse bereit zum Einsatz! Schnelles Marschieren! Und deswegen werde ich auch gewinnen. Nein. Doppelte Geschwindigkeit! Nein. Schnelles Marschieren! General! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Bereit zum Einsatz! Schnelles Marschieren! Mutige Römer, bis zum letzten Mann! Geschossinfanterie bereit! Doppelte Geschwindigkeit! Schnell! An die Waffen! Jupiter, gib uns Kraft! So, und dann stellt ihr euch da auf und dann brettert ihr voll in die Seite rein. Der ist, schon, der ist jetzt schon Level 5, glaube ich. Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Liebes, Ovidiamus! Verstückelt sie! Oh, da hinten stehen ja noch welche. Nochmal Fernkämpfer an. Zum Glück hat er die nicht mitgeholt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Mars! Liebes! Schnelles Befehle? Marschieren! Die werden wir ziemlich erschaffen. Geschossinfanterie zu euren Diensten! Ja,
Jetzt wird er umkreist und jetzt bricht er auf. Stolze Römer! Angriff! Führung! Eine Salve da rein. Dann langt der. Sehr schön. Und dann können die den Legionären auch helfen. Geschosse warten auf Ziele! Doppelte Geschwindigkeit! Durchbrecht die Linien! Rückzug! Söhne des Mars! Schnell! Doppelte Geschwindigkeit! Also nicht mehr schießen, weil sonst töten wir nur ein paar. Zu euren Diensten! Ruhm für Rom! Ja, das ist ja auch schon. Aber Einheit sieht klar, das heißt, wir werden sie. Ach nee. Sehr gut. Also Atem mitgenommen, verliert die laufende Schlacht. Super. Oh nee, oder? Hä? Sicher. Und jetzt wachen noch meine beiden anderen, ne? Super. Jupiter gibt uns Kraft! Schnelles Marschieren! So, und jetzt muss ich noch kurz warten, bis er nicht mehr erschöpft ist, weil sonst verliere ich. Warte, ich trinke mal kurz. So. Jetzt erholt euch mal wieder. So, der. Da gehe ich mit denen, gehe ich außen rum. Ah, bitte zu, also langsam. Und mit denen gehe ich in offensiver Schildkröte, gehe ich dann hier frontal rein. Sehr müde, das ist gut. Also, ist gut, dass er sich jetzt erholt. Wir können sie jetzt zwar eine Dreiviertelstunde laufen lassen und dann gewinnen wir sicher, aber mei. Das will ich gerade eher weniger. Müde. Ich warte noch ein bisschen. Oh. Das Atem. Die da können langsam hier hingehen. Frisch, frisch, frisch. Aus Atem. Der war ja ziemlich am im Eimer. Wow. Die sind jetzt alle schon frisch und der ist. Okay, der ist jetzt aktiv. Und dann machen wir mal die Schildkröte. Und gehen langsam hier hin. Ich fächer mich mal ziemlich breit auf. Wobei, warte, ich warte noch ein bisschen. Weil ich warte so lange, bis mein General beschossen wird. Das kann noch ein bisschen dauern. Ich mach mal wieder ein bisschen schneller. So, jetzt halt. So, ich versuche die. Legionäre! Zu Befehl! Alles marschieren! Stolze Römer, ich erwarte eure Befehle! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Befehle? Doppelte Geschwindigkeit! Ovidiamus!
zu Befehl. Zerstückelt sie! Jupiter, gib uns Kraft. So. Geschoss-Infanterie bereit! Mutige Römer, bis zum letzten Mann. Durchbrecht die Linien! Geschoss-Infanterie zu euren Diensten. Zurück! Doppelte Geschwindigkeit! Bereit! Schnell vorrücken! Vorbereiten! In Schildkrötenformation! Lebe! Gut. Geschosse warten auf Ziele! Nahkampfinfanterie bereit! Lebe! Angriff! Legionäre! Sieg für Rom! Geschossinfanterie zu euren Diensten! Gut. Legionäre! Sechs Templo! Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun! Es sind nur noch 17 übrig von 120, wow. Zu euren Diensten. Doppelte Geschwindigkeit! Schnelles Marschieren! An die Waffen! Sehr gut, die beiden haben es geschafft. Liebes! Obidiabus! Und der hat auch überlebt. Zu euren Diensten. Zwei sind gestorben. Mann, jetzt muss ich den echt hinterherjagen, oder was? Ja, naja. Nö. Echt jetzt. Warte mal. Ich mach's anders. Ich lock die mal ein bisschen her. Gotcha. So. Ah, der Computer spielen, ne? Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja, jetzt erst, ne? Teurer Sieg, also ich habe. Ja, okay, 500 verloren. Er hat ein bisschen weniger aufgestellt. Und auch. Der hat weniger verloren als ich. Okay, aber die ganzen Fernkämpfer waren halt echt heftig. Ich, Idiot, hab schon wieder nicht die Zeit gestoppt. Und ich hab schon wieder nicht auf Flugzeugmodus ein. So. Ich mache jetzt einfach so Flugzeugmodus an. Und Uhr läuft ab jetzt. So, ich mache einfach ab jetzt 20 Minuten, weil es ist ja nicht wirklich was passiert. So, der ist tot, der ist vollständig gestorben, das ist sehr schön. Es gibt eine Zeit, wenn Krieger ihr Schwert in die Scheide stecken und zum Wort. Die Liebe zum Gold weckt das böse Menschen. Gebt uns euer Gold. Meide das Böse, das es mit sich bringt. Ach so. Die waren jetzt Klientel mit. Okay. Jetzt wir haben lange geredet, aber wir haben super eine Einigung gefunden. Ich bin zufrieden. Das ist doch die Hauptsache. So, jetzt haben wir. Krass. Wenn wir jetzt nicht. Vielleicht wäre es euch möglich. Und ich frage mit dem höchsten Respekt, uns etwas Geld zukommen zu lassen. Ein militärisches Bündnis, das können wir dann ändern in. Klientel, oder? Nee. Ha.
Ja, naja. Ja, doch. Können wir machen. Können wir machen. Meint, dies sei der rechte Zeitpunkt für einen Angriff auf diese Halunke. Seid ihr bereit, ihn auszuführen? Oh. Nee. Euer Mangel an Zustimmung ist enttäuschend, aber das Kamel will nicht hören, dass gebratene Ziege köstlich ist. Willst du mir sagen, dass ich eine Ziege bin? Ich habe gerade... Ey, das ist mein Klientelkönigtum. Weißt du schon, ne? Wenn wir da jetzt nicht angenommen hätten, dann hätte er dreimal angegriffen. Alter, gemeuchelt. Euer treuer Untertan wurde ermordet. Wahrscheinlich hat ein gegnerischer Spion Gift. Okay, Fraktion vernichtet. Ihr habt diese Fraktion vernichtet. Senatsabständige, Forschung abgeschlossen. Stadtschildmacher ist jetzt möglich. Agent erholen, Spionen, Sklavenaufstände. Warum? Sklaven müssen ihren Herren dienen, aber wenn sie zu schlecht behandelt werden, rebellieren sie. In der Provinz sind Unruhen ausgebrochen. Wo? Normalerweise müsste hier jetzt eine Sklavenarmee stehen. Hä? Sklaven rächen sich für ihre grausame Unterdrückung. Sklavenaufstände. Achso, 4 Runden lang minus 15. Okay. Oh, der will die angreifen, okay. Also, dann hätten wir gegen die da kämpfen müssen. Meinen beiden Armeen, okay. Und hier hätten wir, ja, das hätten wir automatisch machen können sogar. Aber hier kann ich immer noch nicht mehr. Hier, das muss ich. So, öffentliche Ordnung. Sklaven minus. Nee. Hier und dann. Ja, mach ich hier so. Sehr wunderbar. Rüstung für alle Einheiten. Ich mach mal eher setzen, weil das Bild sieht cool aus. So. Frieden verhandelt, genau. So. Jetzt sieht es nämlich schon gar nicht so schlecht aus. Und zwar. So. Also, das ist noch überall Feind. Avena, die haben jetzt das da erobert, okay. Und das wurde gerade erobert. Interessant. Oder? Nee. Das war von Anfang an von denen. Okay, Wichtige hierbei ist, also wichtig zu wissen, Rom hat, das wird echt lange dauern, bis die jetzt drüben sind. Warte, das dauert jetzt 1, 2, 3, 4 Runden. 4, 5, 6, 7, 8, 9, wahrscheinlich 9 Runden. Und ja, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Vor allem hier ist auch nochmal eine Vollstreckarmee. Warte, nee, die tue ich nicht rein. Weil dann wird er nämlich. Der ist cool. Weil dann wird die nämlich ein bisschen versoffen und so weiter. Diktator, du bekommst eine geniale Einheit.
Legionäre, Veteranenlegionäre. Du bekommst noch keine geniale Einheit, weil ich das verkackt habe. Jetzt weiß ich nicht, ja, warte mal. Ich gehe mal hier hin und schaue, ob ich hier die, genau, Prätorianer und die da, genau. Ah, warte. Hier hole ich mir auch erste Kohorte statt. Warte, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Statt eine Veteranenlegion. Erste Kohorte. Genau. Die erste Kohorte hat weniger Nahkampfangriff. Aber die hatte mehr Abwehr. Und das ist richtig genial, weil das ist eben die, die zuerst in die Schlacht geht und die quasi ja den größten Damage aushalten muss. Und hier sieht man noch ermutigen. Diese Einheit verleiht Verbündeten in der Nähe einen Moralbonus. Und das ist halt auch richtig genial, weil ja, war halt wirklich so. Wir können nochmal schauen. Warte mal. Weil die haben nämlich, die Prätorianer haben nämlich auch ermutigen. Disziplin, diese Einheit erleidet keinen Moralboost nach dem Tod des Generals. Sie kann sich auch nach einer Flucht öfter sammeln. Und das ist auch extrem wichtig. Und die Peitsche einsetzen. Nahkampfangriff, Waffenschaden und Erschöpfungsresistenz. Das ist genau, die Peitsche, verbesserter Angriffs- und Erschöpfungsresistenz über einen kurzen Zeitraum, Anstrengung, Erschöpfung, ist ja klar. Aber das kommt dann nach verstecktem Wald, das ist normal, genau. So, minus 2 öffentliche Ordnung, das bekommt nämlich jetzt mein Diktator. Und anstatt der da, das ist schade. Weil die da sind halt schon richtig krass drauf. Warte, die da mache ich jetzt schon weg. Und da schaue ich mal, ob der jetzt nächste Runde oder der nächste Runde Gold wird. Und wenn jemand Gold wird, was mache ich dann? Dann hole ich keine erste Kohorte. Ne, dann hole ich keine Prätorianer. Okay. Gut, was ist jetzt da los? So. Du da. Ja, jetzt die da ist wieder zurückgegangen. Du gehst jetzt mal. Ich gehe jetzt komplett nochmal runter, weil ich will wissen, wie viele. Ja, nee, das ist eigentlich echt nicht gut. Oder die. Ich gehe jetzt mal hoch und versuche, die da ein bisschen zu vergiften, damit meine ein bisschen hochwertiger wird. Beziehungsweise Level aufsteigt. Die da bleiben erstmal so. Ja, da kann ich auch nichts rekrutieren. Du kannst auch nichts rekrutieren, du bleibst auch einfach so. Genau, dann nächste Runde. Also ich bezweifle ehrlich gesagt, dass also Makedonien wird nochmal schwer. Weil wir haben Krieg. Das Brett steht bereit und alle Figuren sind an ihrem Platz. Nun bleibt nichts mehr, außer einen guten Tod zu sterben. Wenn ich die Verbündeten um Hilfe bitte, kann es sein, dass die dann abspringen. Und das will ich nicht. Ich kann das auch wirklich alleine machen. Und jetzt geht er wieder dahin. Ah, der nervt doch. So, die sind auch hübsch unterwegs.
Ah, was machen die? Am Altar unseres Wohlwollens nicht muss ein Angriffspakt. Warte, Südfrankreich? Wann gehe ich dahin? Spreche ich von Gold. Wir sind ein zwischen Freunden gilt ein Goldgeschenk. Oft nee, wieso sollte ich ihm Geld geben, damit er da einfällt? Was soll denn das? So. Jetzt kommt Pergamon mit einer großen Flotte. Ich frage mich, was die vorhaben. Rang erhöht, Patricia. Ludi Plebeji. Ja, das habe ich auch schon vorgelesen. So, minus 4 öffentliche Ordnung. Das brauchen wir gerade noch nicht. Motivierte Bevölkerung. Das Volk aus dieser Provinz ist fröhlich, glücklich, was auch immer. Krieg erklärt. Okay. Frau Norika. Wo sind denn die jetzt? Preuki und Norika, hier die beiden. Okay. Dann noch Baubericht. Kultureller Einfluss. Das ist sehr schön. Du bekommst jetzt okay, das brauchst du eigentlich jetzt weniger. Truppen rekrutiert, erste Kohorte, das haben die bekommen. Und die da bekommen jetzt eben keine. Ja, weißt du was? Hier und ihr bekommt Prätorianer und erste Kohorte. Super. Besorgte Bevölkerung. Ja, das geht ja jetzt bergauf, ne? So. Jetzt muss ich mal wissen, was der da hat. Also bis jetzt die Hammer des Festus. Das ist ein großer. Ha. Dann hier ist noch einer. Das ist auch ein großer. So, was will jetzt hier Pergamon? Zweimal Fullstack-Armeen? Einmal, okay. Aber das schockt mich gerade reichlich wenig. Jetzt kann ich auch so machen. So, wo ist jetzt hier die... Ah, da unten. Und da komme ich natürlich wieder nicht ran, ne? Das war ja klar. Da komme ich auch nicht ran, war ja klar. Du. Der da ist schon unterwegs. Ich könnte hier. Ja, Die sind zufällig alle woanders, ne? Also zufällig da, wo ich sie nicht erreichen kann. Das war ja wieder sowas von klar. Du, ich kann dich gerade nicht sehen. Echt nervig, weil wenn ich hier rangehe, geht er wieder dahin. Wenn ich da rangehe, dann greift der Tester an und besiegt es. Egal, ich bleib jetzt mal hier, weil ich denke, so ein Gewaltmarsch kann er das hier erreichen. Ich gehe mal hier hin. Warte, ich muss noch. So, da bin ich noch im Einzugbereich. Mal schauen, ob er jetzt wieder weggeht oder nicht. Legion 2. Was mache ich denn mit dir? Ich muss jetzt ziemlich lange warten. Ja, 131, ne? Das ist viel zu lange. Ich kann doch die Legion hier nicht versorgen lassen bis dahin.
Warte, ich gehe mit dir. Warte, nee. Ich gehe mit dir. Da rein. Und mit dir gehe ich. Ja, ich gehe hier rüber, weil das macht ja nichts. Mit denen bin ich eh schon im Krieg. Jetzt will ich nochmal schauen, ob ich noch was machen kann. Ah, hier. Öffentliche Ordnung. Unterhaltskosten. Kultur, Korruption. Ich mach mal hier den da, weil ich brauche hier auch kulturelle Konvertierung. So. Sehr gut. Dann geht's schon weiter. Super. Und dann sind wir schon... Dieser sinnlose Krieg könnte heute schon enden, wenn ihr die Umstände anerkennt und nicht weiter wunschdenkt. Wie wunschdenkt? Jetzt wird's langsam gefährlich für euch und ihr habt jetzt Angst oder was? Was? Ihr wollt nicht mein Klientelkönigtum sein? Oh. Ich hätte es auch nicht gemacht. Weil jetzt gleich greife ich dich. Ich biete euch Frieden an, wie ich einem Ertrinkenden ein Seil zuwerfen würde. Wirklich? Und wenn ich jetzt annehme, bin ich wieder nicht felsenfest. So, das mache ich eigentlich nur, damit, ja, wenn er das macht, dann ist er doof. Und ja, oh, der geht wieder runter, ne? Knappe Niederlage. Oh Mann, jetzt muss ich das echt kämpfen. Oh. Okay, dann danach hören wir aber auf, ne? Oh Mann. Ich glaube, ich werde landen. Weil, ich könnte zwar jetzt mit den beiden, hier 2-3 Leute ja kicken, aber ich könnte nicht gewinnen und an Land habe ich bessere Möglichkeiten um zu gewinnen, weil die sind alle sehr angeschlagen. Oh Mann, wie soll ich das denn schaffen? Oh, da habe ich jetzt nicht nachgedacht, als ich die Armee weggetan habe. Ich habe die Flotte nicht mehr gesehen. Uiuiuiui. Wie viel Muni hat sie denn? 9. 2x9. Das ist echt wenig. So, und wie viele? 11 Krieger. 11, 10, 16. 16, 12. Der hat zwar nicht viele Einheiten, aber mehr als... Also jeder hat 9, also ich kann 9 mal werfen. Ja, komm, sollte schon möglich sein, oder? So, hier passen 4 rein und dann da hinten gehen dann die restlichen. Ah, nee, die bleiben schon zusammen. Jetzt landen die.
Aber das sind jetzt nur... Ja, nee, das sind nicht nur Fernkämpfer. Das sind auch Nahkämpfer. Steinschleuderer. General! Ich glaube, die wollen jetzt schießen. Nee, noch nicht. Okay. Bärische Spannungsschwörer und Stammeskrieger. Im Dienst heraus! Alle Mann von vor! Wir gehen an! Im Namen Roms! Rom ist unser aller Mutter! Schnelles Marschieren! Unser General wird angegriffen! Ach so. Noch 10. Angriff für Rom! Heile Gnade! Die Schwerter gezogen und sind bereit! Doppelte Geschwindigkeit! So, ich warte jetzt mal, bis die sich verbinden, beziehungsweise also zusammenstehen. Weil dann treffe ich mehr mit gleicher. Ach man, der schießt ja immer noch. Mann. Jetzt lande mal und komm mal an Land hier. Da sind noch 3 Leute übrig und der bangt nicht. Ja. Genau. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Geht der, der kommt jetzt von oben oder was? Na egal. Der da nervt. Der da nervt extrem, weil wenn ich mich hier hinstellen würde, würden meine trotzdem nicht treffen. Also das ist ein bisschen nervig, dass die Steinschleuderer nicht wirklich die Leute auf dem Schiff treffen. Der kann sich ja verstecken. Wird ihn aber auch nicht. Feuer! Rom für Rom! Da sind nur noch 9. Anhalten! Zielen! 13 sind zu viel. 6, sehr gut. Jetzt kommt der nächste. Nur der General, den muss ich töten. Sieg für Rom! Anhalten, Männer! 5. Ah, der hat schon bald keine Muni mehr. Okay, den mache ich jetzt vollständig platt. Oder ich versuch's. Schieß! Jetzt!
den General muss ich echt, den General muss ich treffen. Na Mann, ich habe keine Muni mehr. Ah, das ist ärgerlich. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Doppelte Geschwindigkeit! Lebens! Ich kann es echt nicht gewinnen. Schnelles Marschieren! Ja, komm. Nein, da ist ja noch mal eine Steinschleuder. Schnell! Mal schauen, ob die hinterherkommen. Warte, du gehst hier hin, du gehst mal dahin. Ah, schade, der kommt nicht. Ah, schade. Ja, okay, dann greife ich mal an und verliere. Diese einen, die haben halt wirklich kein, also ja. Die haben halt wirklich nichts mehr, aber wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wir verlieren Boden. Die Männer wanken. Cool, die waren wirklich. Führung! Angriff! Führung! Zu Befehl! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein Schild! Ja, der General, der hatte nur noch zwei Männer, ne? Wenn der gefallen wäre. Ach, ist doch blöd. Der hat gar nichts mehr. Na gut, auf jeden Fall würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ja, es ist jetzt echt nervig wegen dem. Ja komm, weil die da noch überleben, ne? Mit den zwei Manschgarn. Ja, ich gehe jetzt da mit der einen Legion da rein, ne, nicht Legion, sondern ein General gehe ich da rein und mach den mal fertig. Cool, ich habe so eine kleine Eskorte. Das ist natürlich cool. Das Schwert wurde gezogen. Ach, die wollten sogar gar nichts bringen, ne? Okay, das hätte ich dann sogar annehmen können. Forschung abgeschlossen. Wird belagert, Frieden verhandelt. Ah, cool. Die haben jetzt ihre Streitigkeiten begraben und den Kampforn gestillt. So, ja. Aber das machen wir erst nächste Runde. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye. See ya.
müssen bestraft werden! Wir